Aufgenommen? Das hörte ich. So. Ja, dann nochmal herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute diesen Gastvortrag zu halten. Ich muss sagen, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ich denke, das Thema ist wahrscheinlich auch für alle, die jetzt hier anwesend sind, ein Stück weit interessant, weil am Dienstag, also morgen, wird die Corona-Warn-App freigeschaltet. Das heißt, sie können sie sich dann alle installieren auf ihrem Mobiltelefon. Und ja, heute werden wir ein bisschen was über den Hintergrund dieser App hören. Der Michael Simons ist ein Bekannter von mir, den ich eigentlich hauptsächlich über Social Media kenne. Wir haben uns jetzt 2-3 Mal auch so gesehen. Zusammen Radfahren haben wir leider noch nicht geschafft, aber ich glaube, das kommt irgendwann noch. Und er ist ein Experte in der Softwareentwicklung im Java-Umfeld, hat da einige Bücher geschrieben, war für verschiedene Unternehmen in diesem im Java-Entwicklungsumfeld tätig. Ist aktuell bei Neo4j, heißt deine Company, glaube ich. Ne? Richtig. Was die genau machen, weiß ich gar nicht. Vielleicht sagt er da gleich noch 2 Worte hinzu. Aber auf jeden Fall hat er vor 2 oder 3 Wochen einen Blog geschrieben, wo er sich diese Corona-Warn-App angeschaut hat. Und das war für mich der Auslöser, zu sagen, das wäre eigentlich eine ganz schöne Sache, das auch mal im Rahmen von unserer Vorlesung vorzustellen. Weil das, glaube ich, sehr gut dazu passt, was wir in den letzten beiden Vorlesungseinheiten im Rahmen von Informationssysteme gemacht haben, wo wir uns so einen Softwareentwicklungsprozess mal angeguckt haben. So, und jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt würde ich an dich übergeben, Michael. Du darfst dann einfach übernehmen. Und ich bin gespannt auf den Vortrag. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gern entweder das Mikro einschalten und fragen oder die einfach im Chat tippen. Ich werde die dann entsprechend weiterleiten, was für Sie besser funktioniert. So, das war's von meiner Seite. Du darfst okay. Gehen. Herzlichen Dank, Christian, für die nette Einleitung. Ja, Christian hat schon gesagt, mein Name ist Michael Simons. Ich bin als WhatAndWall666 seit Jahren, Jahrzehnten muss ich mittlerweile sagen, auf Twitter und anderen sozialen Medien unterwegs. Und was ich heute mache, ist für mich eine Premiere, ein Vortrag im Rahmen einer Vorlesung. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ups, das funktioniert ja schon prima. Alle Illustrationen, die ich jetzt hier in der Präsentation habe, sind unter Apache 2 Lizenz aus dem Code-Repository der Corona Warn App selber entnommen. Die habe ich nicht selber gepinselt. Da muss ich mich ganz herzlich für die Entwicklerinnen der Software und der Dokumentation bedanken, die diese unter der Lizenz zur Verfügung stellen. Ich habe hier so eine kleine Agenda vorbereitet für heute. Also erstmal die Frage, was qualifiziert mich, über diese App zu schreiben? Ich möchte kurz diese App so ein bisschen einordnen in dem Dunstkreis digitale Bildung, Verantwortung und Begehrlichkeiten. Dieser ganze Vortrag ist so ein bisschen ausgeartet, würde ich sagen. Christian hat meinen Blogpost angesprochen. Ich hätte es jetzt nicht so interessant gefunden, in dieser Vorlesung ausschließlich über Java und Spring Boot zu reden. Ich finde das größere Ganze darum irgendwie spannender. Ich werde kurz darüber sprechen, ob Open-Source-Projekte immer automatisch öffentliche Projekte sind oder ob die auch in anderen Modi funktionieren. Ja, und dann werden wir schlussendlich über die Bestandteile dieser Corona-Warn-App reden. Und als Ausblick die Frage stellen, und dann ist dann Corona endlich vorbei? Ist das ganze Thema gelöst oder wie fahren wir damit fort? Wenn uns die letzten Wochen eins so gezeigt haben, die Zahl der Virologen und Epidemiologen, Rechtswissenschaftler und leider auch Verschwörungsmystiker und alles, was da so rumläuft, die springt nach jeder Nachrichtenmeldung sprunghaft in die Höhe. Und ich glaube, das ist teilweise auch mit den Softwareentwicklerinnen so. Da hat jetzt jeder eine Ahnung, wir haben wahrscheinlich demnächst 80 Millionen Bundescoder und die können sich mein Spring Boot Buch kaufen und diese Software angucken. Weiß ich nicht. Ich beschäftige mich jetzt 20 Jahre mit Softwareentwicklung, hauptsächlich im Java-Umfeld.
im Spring-Umfeld. Das ist ein Framework für Java-Entwicklung und auch im Bereich der Software-Architektur. Da gibt es ein zweites Buch von mir und einigen Freunden, das heißt Act 42 by Example. Da geht es um die Dokumentation von Software-Architektur, von Software-Systemen. Das ist eines meiner Steckenpferde, was mich sehr interessiert und was immer wieder in allen Projekten wichtig war. Ich bin Java-Champion. Das heißt jetzt nicht, dass ich so besonders super in der Java-Programmierung bin. Das ist eine Auszeichnung, die von einer kleinen Gruppe anderer Java-Champions vergeben wird für Engagement in Community, für Contributions zu Open-Source-Projekten und ja, diese Dinge halt. Und ich selber bin Open-Source-Entwickler bei der Firma Neo4j. Ansonsten leite ich in und um Aachen die Java User Group EurekJuk. Die kann man, also wenn nicht gerade Pandemie ist, bieten wir kostenlose Vorträge an von anderen Softwareentwicklerinnen, von Unternehmen, die interessante Produkte veröffentlichen. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Ansonsten bin ich Vater, Ehemann, ich laufe ganz gerne, fahre Fahrrad. All diese Aspekte sind natürlich auch irgendwie spielen eine Rolle in dieser Pandemie. Als Vater und Ehemann habe ich im Moment hantiere, mein Arbeitsleben mit Homeschooling zu organisieren. Was den Lockdown angeht oder anging, bin ich sehr froh, dass es hier in Deutschland anders war als in anderen Ländern, dass man halt irgendwie noch seinen Sport machen konnte. Aber es sind alles Sachen, die vielleicht besser werden können mit einer Corona-Warn-App. Meine Arbeit, Christian hat es schon ganz kurz gesagt, Neo4j, das ist eine schwedisch-amerikanische Firma, ist der Hersteller der gleichnamigen Graphendatenbank. Graphendatenbanken, das sind spezielle Datenbanken, die dafür gemacht sind, Beziehungen zwischen Dingen abzuspeichern. Die kann man einsetzen in Empfehlungssystemen, in Fraud Detection, Knowledge Graphen. Es gibt ein paar Kollegen und Partner, die einen ganz spannenden Covid-19-Graphen damit gebaut haben. Ja, und das ganze Ding existiert als Open-Source-Projekt in einer Community-Edition und einer Enterprise-Edition mit erweiterten Funktionen. Von daher ist mir Open-Source-Entwicklung nicht ganz fremd, würde ich sagen. Meine primäre Tätigkeit bei der Firma ist Entwicklung und Pflege unserer Spring-Integration und Treiberentwicklung. So, schwedisch-amerikanische Firma. Remote-Arbeit war tatsächlich nichts Neues für mich im März. Was jetzt anders ist, dass meine Frau und zwei Kinder auch zu Hause sind und ich endlich wieder Büro-Feeling zu Hause habe. Vorher so, ich habe hier im Forschungszentrum Jülich eine Ausbildung zum mathematisch-technischen Assistenten gemacht, habe ein FH-Studium Technomathematik dort an der FH gemacht. Bemerkenswert in den letzten 20 Jahren für mich ist, dass ich mich primär mit den Dingen beschäftige und mit denen ich meinen Lebensunterhalt bestreite, wo ich im Studium vielleicht gedacht habe, ich mache das nie mehr. Das eine war so Java-Entwicklung und das andere Datenbanken, SQL, Datenmodellierung. Das ist bis heute extrem relevant für mich geblieben. Ich habe sehr lange der Datenmodellierung und Produktentwicklung im Energiemarkt gearbeitet, bei einer sehr netten Aachener Firma. Dort haben wir datenbankzentrisch gearbeitet und sind mit verschiedenen Entwicklungsparadigmen konfrontiert worden. Client Server, das war Anfang der 2000er noch und irgendwann haben wir Webanwendungen gebaut. Mein Stack war bisher so Oracle, SQL, Java. Und da war ich kurzfristig als Berater tätig. Was mich da so begleitet hat, war immer die Frage, möchte ich 100% Entwickler sein oder doch auch lieber inhaltliche Kenntnisse haben? Was meine ich damit? Es gibt dieses Mythos der Full-Stack-Entwicklerin, wo man vom Backend, also Datenbanken, Services, über Middleware, bis zum Frontend irgendwie alles kann, und aber sonst nichts, die Fachlichkeit links liegen lässt. Das war nie so mein Ding. Ich fand es immer extrem bereichernd, mich mit Fachlichkeit zu beschäftigen. Und das ist auch bei der Corona-Warn-App ein Thema, das ich denke, was wichtig ist. Die Kombination aus Fachlichkeit und den vorgeschlagenen Lösungswegen, um so ein Thema wie Contact Tracing zu implementieren. Ich bin kein ausgewiesener Security-Experte.
ich kann mir diesen Programmcode des Backends anschauen und ich sehe offensichtliche SQL-Injection, wenn denn welche da wären. Aber dass ich jetzt jedes einzelne bisschen Security-Code bewerten kann, das möchte ich nicht behaupten. Das kann, glaube ich, keiner. Da braucht es eine ganze Handvoll Spezialisten. Ja, zu meiner Einordnung des Ganzen. Ich habe mal so die Stichworte digitale Bildung, Verantwortung und Begehrlichkeiten aufgeschrieben. Ich möchte damit anfangen, einen Text zu teilen, den ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe. Da ging es um Apps zum guten Fernlernen. Das ist ein Antrag des Bündnis 90 Die Grünen, der in Berlin gestellt worden ist. Da habe ich wirklich rote Augen bekommen. Dort wird gefordert, dass das Bezirksamt eine App oder eine kostenlose Software für Eltern bereitstellt, die sie auf die Rechner ihrer Kinder heruntergeladen werden und dass diese Rechner mit einem Passwort gesichert werden, sodass Zugänge zu all Sachen, die Spaß machen, YouTube, weiß ich nicht was, eingeschränkt werden und nur für den Unterricht notwendige Webseiten aufgerufen werden können. Das hat erstmal nichts mit Corona-Warn-Apps zu tun. Aber das zeigt ganz gut, finde ich, das Verständnis von Apps und Software und von Verantwortung, das in großen oder in Teilen der Bevölkerung wohl herrscht, dass viel mit Kontrolle und auch mit Überwachung gearbeitet wird. Ich bin jetzt leider alt genug, dass ich mich an die Stoppschilddebatte über Webseiten erinnern kann vor einigen Jahren. Das geht in die gleiche Richtung. Das ist eigentlich nichts, was ich mit Software oder mit Technik lösen möchte. Bemerkenswert ist, dass das Ding von Menschen mit Doktortitel unterzeichnet wurde, wo ich eigentlich gehofft hätte, dass irgendwie diese Bildung zu mehr Verständnis führt. Ich glaube nicht, dass diese Überwachungs-App für besseres Lernen funktioniert. Das Stichwort Begehrlichkeiten. Das sind Mitteilungen aus April diesen Jahres. Die erste Mitteilung ist, dass es in Israel natürlich auch auf eine App gesetzt wird. Die Corona Warn App in Israel heißt Schutzschild. Und diese App funktioniert nicht mit Contact Tracing, sondern mit Tracking. Das heißt, Aufenthaltsorte, Bewegungsdaten werden gesammelt. Ja, und in Israel darf tatsächlich der Geheimdienst laut dieser Meldung auch die Smartphones von Corona-Infizierten überwachen und weitere Kontaktpersonen ermitteln. Ich möchte ungern in einem Land leben, wo das Usus ist. Ich möchte auch nicht eine App auf meinem Handy haben, wo ein roter Punkt vor sich herblinkt und mir sagt, dass der Nachbar, der da gerade um die Ecke kommt, eventuell Corona hat oder sonst etwas. Ja, aber das ist nicht so ganz weit von der Hand zu weisen ist, sagt man dann der 27. April, wo Schreiben von deutschen Landkreisabgeordneten zitiert werden an das Gesundheitsministerium, die sich wünschen, dass die geplante Corona-App Kontaktdaten der Nutzer und zeitliche und örtliche Umstände offenlegt. Auch das ist etwas, was ich nicht möchte. All das hat meines Erachtens zu der Verzögerung, zu der gerechtfertigten Verzögerung der Corona-Warn-App in Deutschland beigetragen, nämlich dass das in diesem Land ausdiskutiert worden ist. Dass wir nicht mit einem zentralen Tracing- und Tracking-System hier sitzen, sondern mit einem dezentralen System, was zumindest unter Datenschutzaspekten besser ist. Das ist das Problem mit Bewegungsdaten, die gibt es ja heute schon. Wenn ihr mal Google Maps auf eurem Smartphone benutzt habt zum Navigieren, gibt es diese Daten, entfallen Daten bei Google und anderen Map-Diensten an. Die werden heute bereits benutzt, um Staus vorherzusagen oder Staus zu melden. Gab es einen schönen Hack von einem Menschen in Berlin, der mit einer Schubkarre voll Smartphones rumgefahren ist und eine Straße als hier ist Stau markiert hat. Fand ich großartig. Es gibt bereits jetzt schon anonymisierte Mobilfunkbewegungsdaten. Die entstehen immer, wenn ich mich mit meinem Smartphone von A nach B bewege und Funkzellen wechsle. Die Datensätze bieten die Telekom und andere an als anonymisiertes Bundle zur Auswertung. Auch dort Begehrlichkeiten, im März bereits Gesetzesentwürfe zur Freigabe dieser erweiterten personenbezogenen Daten. Das ist, mag auf den ersten Blick irgendwie nicht wild erscheinen, ich finde es wild.
ich mir mein Smartphone angucke, sehe ich da mindestens mal zwei Apps, die nur mit Location-Daten funktionieren. Strava und Garmin Connect. Ich nutze die zum Radfahren, um meine Routen zu tracken. Kann das Ganze ja nicht so wild sein. Ja, doch, finde ich schon. Das mache ich bewusst. Die machen mir Spaß. Die machen mein Leben vielleicht ein bisschen einfacher. So ein paar andere Apps hier, die Foto-App, um Fotos mit Geotext zu versehen, finde ich praktisch. DB-Navigator, Swarm, Google Maps nutze ich auch sehr gerne zum Reisen, wenn man es denn wieder darf. Aber die dürfen meine Bewegungsdaten nicht immer benutzen. Die dürfen meine Bewegungsdaten benutzen, wenn ich sie aktiviere. Dann gibt es natürlich auch noch Apps, die meine Bewegungsdaten nie benutzen dürfen. Das sind WhatsApp und so ein paar andere Kandidaten. Nichtsdestotrotz, ich schicke diese Bewegungsdaten durch die Gegend. Und ich könnte jetzt sagen, ist da nicht so schlimm, wenn da noch mehr hinzukommen. Der Unterschied ist, in meinen Augen, diese Apps kann ich löschen. Niemand verpflichtet mich, diese Apps zu benutzen. Das kann sich durchaus ändern mit der Corona Warn App. Das kann durch implizite Anreize geschehen, solange es nur eine versprochene Freiwilligkeit ist und es kein Gesetz gibt, das diese Freiwilligkeit festschreibt, muss das nicht so bleiben. Und das ist jetzt es ist gegebenenfalls ein bisschen Pessimismus und Schwarzmalerei. Aber im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung bin ich auf Nachrichten aus Minnesota gestoßen, wo jetzt schon laut gedacht wird, Demonstranten wie Covid-19 erkrankte Menschen zu behandeln. Und auf einmal werden Bewegungs- und Ortsdaten in Staatshänden zu etwas Gefährlicherem, wie ich finde, die Demonstrationsrecht empfindlich einschränken und Menschen eventuell mit Repressalien belegen können. Und unter diesen Aspekten finde ich es ungeheuer wichtig, dass die Corona Warn App in Deutschland als Open-Source-Projekt in der Öffentlichkeit und nach einer längeren Diskussion entwickelt worden ist. Und natürlich, dass es Grund genug ist, dass sich Experten diese App unabhängig von den Entwicklerinnen anschauen. Ja, zur Frage, ob Open-Source-Projekte automatisch öffentlich sind. Nicht jedes Open-Source-Projekt wird in der Öffentlichkeit entwickelt. Da gibt es verschiedene Modi. Man kann sich private Code-Repositories, also zum Beispiel ein firmenlokales Git-Repository vorstellen, was nur teilweise in öffentliche Repositories synchronisiert wird. Dann gibt es sowas wie einmalige Code-Dumps, dass ich meinen Source-Code nehme und den irgendwo hinwerfe, dann liegt er da und man klebt eine Open-Source-Lizenz dran und ist fertig. Dann hat man nachher so Repositories ohne jegliche Interaktion. Gibt es also unterschiedliche Modi. Das eine ist nicht gleichbedeutend mit dem anderen. Die Corona Warn App, und das schafft für mich erstmal einen großen Vertrauensvorschuss, ist bis jetzt als öffentliches Open-Source-Projekt entwickelt worden. Das gesamte Projekt, die gesamte Organisation veröffentlicht ihre Artefakte unter Apache 2 Lizenz. Die gesamte Organisation ist öffentlich, jedes Teilprojekt und inklusive der Issue-Tracker. Ich persönlich messe den Issue-Trackern relativ viel Bedeutung zu, einfach aufgrund der Diskussion in den Issue-Trackern, aufgrund der Tatsache, dass dort Leute der entwickelnden Organisationen sich beteiligen, Rede und Antwort stehen und das ausgesprochen gut. Genau. Und ja, das fand ich auch ganz wichtig für mich als Zugang zu dem Ganzen. Ich habe kein riesiges Monorepo, sondern sinnvoll aufgebaute einzelne Repositories, je nach Komponenten der App. Ich glaube, das war letzte Woche nicht zu überhören. Open Source ist nicht unbedingt kostenlos. Also das ist eine komplette Fehlinformation, dass das immer kostenlos ist. Es betrifft auch beispielsweise meine Arbeit. Neo4j als kostenlose Community-Organisation Edition kann sich jeder runterladen.
Aber letzten Endes finde ich das doch irgendwie super, auch bezahlt zu werden. Und das Gleiche gilt für die Leute bei der SAP und bei der Telekom. Das sind die Entwickler der One-App. Die möchten auch bezahlt werden. Die App wird durch SAP entwickelt und wird irgendwann in der Open Cloud der Deutschen Telekom betrieben. Und ja, laut Nachrichtenmeldungen wird die App am Ende rund 20 Millionen Euro kosten. Das ist erstmal eine riesig hohe Zahl. Da gibt es unterschiedliche Stimmen zu, ob dieser Betrag gerechtfertigt ist oder nicht. Ich mag da keine Aussage drüber treffen. Aber ich finde gerade insbesondere, wenn wir uns gleich die Dokumentationsartefakte angucken, dass zumindest in Teilen gerechtfertigt ist, was dort passiert ist. Es ist letzten Endes nicht nur Quelltext, der produziert worden ist, sondern auch nachhaltige, gut lesbare Dokumentation, die extrem viele Aspekte dieses Projekts detailliert beleuchtet. Ich meine, wir sind alles Entwicklerinnen und wir haben das irgendwie gelernt, wir wollen los und Code schreiben. Und dann fällt am Ende diese Projektdokumentation hinten über. Das hat unterschiedliche Gründe. Eines davon ist, dass das irgendwie Geld kostet. Das ist in dem Projekt Corona One App nicht passiert. Wir finden den Scope des Projekts und wir finden eine technische Dokumentation. Was mich besonders interessierte bei der Analyse, waren die sogenannten User Stories. Das sind all die Sachen, die eine Benutzerin dieser App mit dem Ding, was sie auf dem Smartphone sieht, letzten Endes machen kann. Wir fanden auch Screen Designs, das fand ich ganz praktisch für meinen Vortrag hier. Und dann finden wir die technische Dokumentation, und zwar eine Gesamtarchitektur der Lösung. Und wir finden Evaluierungs- und Sicherheitskriterien. Diese Artefakte sind wichtig, um nachher zu beurteilen, erfüllt mein Software-System alle Anforderungen, die ich an sie habe? Und welche Sicherheitskriterien haben die Entwicklerinnen der Software angelegt, als das ganze Ding gebaut worden ist? Und werden diese Sicherheitskriterien erfüllt? Dieses ganze Artefaktdokumentation war für mich die Leitlinie, dieses Projekt zu analysieren. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, großartig gemacht und auch sein Geld wert in meinen Augen. Ein Punkt, den ich halt auch schon hatte in dem Thema, ist Open Source automatisch öffentlich, war Interaktion und Issue-Tracker. Dort gibt es ganz viele offene Issues, einige Pull-Requests, einige Issues, wo ich sagen würde, wow, ich möchte nicht an dieser Stelle stehen und all diese Fragen beantworten. Das waren eher so Richtung, da ging es für mich schon fast in Trolling. Aber es gibt auch vernünftige Issues. Den ich hier hervorgehoben habe, den fand ich ganz besonders bemerkenswert. Da hätte ich nicht drüber nachgedacht. Da geht es darum, zu verhindern, dass wenn ich diese Warn-App auf einem Telefon habe, dass durch die Anfragen der Warn-App an das Backend ja ein Muster entsteht. Ein Muster, mit dem ich erkennen kann, wenn ich ein böser Netzwerkadministrator bin, da ist ein Telefon in meinem Netzwerk, das fragt regelmäßig einen Server an und irgendwann kommt von diesem Server halt eine Mitteilung zurück. Das könnte das Telefon eines infizierten Menschen sein. Und es geht halt bis auf dieses Detaillevel runter, dass sich die Leute, die die App geschrieben haben und auch damit beschäftigen. Es hat für mich eine extrem gute Tiefe. Genau, jetzt endlich zum Kernpunkt dieses Vortrags. Was steckt hinter diesem Icon? Was steckt hinter der One-App? Also hinter dem Icon, damit meine ich, für viele ist App heute einfach nur so ein Icon, was sie auf ihrem Smartphone sehen und nicht ein komplexer Prozess dort hinter aus Code, der auf dem Smartphone läuft, und Code, der irgendwo in der Cloud läuft, das letzten Endes auch nur die Computer anderer Menschen sind, da steckt viel hinter. Das hier ist die Architekturübersicht der mobilen Anwendung. Und
die Männchen, die dieses Architekturdiagramm gemalt haben, haben all die Blöcke in Rot eingepinselt, wo für die Länder weltweit individuelle Entwicklung leisten müssen. Das ist zum einen die mobile App und darüber das Backend. Das Ganze baut auf einem System, das nennt sich Event Notification Framework. Und das ist nicht Teil der Entwicklung der deutschen Corona Warn App. Das ist auch nicht Teil der Entwicklung der französischen oder niederländischen oder welcher Warn App auch immer. Das ist Teil des Betriebssystems eures Smartphones. Das sind also entweder heutzutage Android oder Apple. Allein das finde ich bemerkenswert, dass sich in der Pandemie Google und Apple zusammengesetzt haben und ein gemeinsames Framework übergreifend gebaut haben, sodass mit dieser App auch möglichst viele Menschen erreicht werden können. Es wäre fatal, wenn es aufgrund von zwei unterschiedlichen Smartphone-Betriebssystemen eine Fragmentierung dieser App geben würde. Das wird vermieden durch diese Zusammenarbeit. Die Grundlage von Google und Apples Exposure Notification Framework versteckt sich hinter der sperrigen Abkürzung DP3T. Das steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Hammerwort. Und das ist ein Entwurf eines Konsortiums an ausgewiesenen Experten aus dem Bereich Technik, aus dem Bereich Legal, aus dem Bereich Soziologie und Epidemiologie. Und darum geht es explizit um Proximity Tracing, also Nachverfolgung von Nähe von Personen, nicht um Ortsnachverfolgung, Location Tracking. Der Screenshot, den ich auf der rechten Seite dargestellt habe, der ist auch aus meinem eigenen Smartphone. Das ist Apples Implementierung des Ganzen. Dort kann ich dieses zugrunde liegende Framework einschalten, das Kontaktprotokoll. Das ist einfach nur ein Button. Das kam mit dem iOS Update 13.5. Positiv überrascht hat mich, dass es per Default aus ist. Ich werde das einschalten, sobald ich eine App installieren kann, die das unterstützt. Das kann ich noch nicht. Die App kommt, wie Christian eben sagte, erst am Dienstag raus. Ohne dieses Framework funktioniert die App nicht. Es steckt dahinter. Dieses Exposure Notification Framework sieht vor, dass auf euren Telefonen alle 24 Stunden sogenannte Temporary Exposure Keys generiert werden. Mit einer Schlüsselableitungsfunktion werden weitere Schlüssel generiert, sogenannte Rolling Proximity Identifier Keys, RPI Keys. Und mit diesen werden zusammen aus der 10-minütig wechselnden Bluetooth-MAC-Adresse des Telefons Rolling Proximity Identifier generiert. Das sind die Dinge, die das Exposure Notification Framework schlussendlich beim Senden über Bluetooth durch die Gegend schickt. Zusammen mit diesen Daten gibt es Metadaten. Die Metadaten beinhalten die mögliche Nähe zu anderen Telefonen, Zeitpunkt und dergleichen. Zusammen wird das zum Bluetooth-Payload. Diese Stelle ist letzten Endes der Schnittpunkt zur Corona-Warn-App, wenn ein Temporary Exposure Key zu einem sogenannten Diagnose-Key wird. Das ist der Schlüssel, den die App, das was die SAP entwickelt, zu einem zentralen Server hochlädt später. Kommen wir gleich zu. Dieses Framework sieht viele Mechanismen zur Risikobestimmung vor. In die Risikobestimmung gehen ein die Tage seit dem letzten Kontakt, der Kontaktdauer, der Signaldämpfung. Die ganzen Dokumentationen sprechen dort über möglicherweise höhere oder kürzere Entfernung. Das ist also keine exakte Wissenschaft. Bluetooth Low Energy ist nicht ein Protokoll, mit dem ich jetzt im Raum eine Triangulation durchführen kann und sagen kann, naja, der Mensch mit seinem Smartphone
steht genau 1,43 Meter neben mir. So funktioniert das nicht. Das Signal wird durch Dinge gedämpft und es muss nicht unbedingt eine exakte Entfernung sein. Was auch passieren kann, wenn wir alle die App installiert haben, jetzt dürfen alle wieder schwimmen gehen, ich schließe mein Smartphone ein, mein Nachbar schließt das Smartphone ein und dann habe ich 3 Stunden Kontakt zu einem infizierten Mönch. Das kann natürlich auch sein. Ja. Dann gibt es natürlich noch den Empfang des Exposure Notification Frameworks. Das empfangene Telefon kann vom Corona Warn App Server irgendwann Diagnoseschlüssel bekommen. Das sind die hochgeladenen ursprünglichen temporären Schlüssel. Und mit diesen kann es die RPIs, von denen ich auf der Sendenseite gesprochen habe, wieder entschlüsseln. So, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Das sendende Telefon schickt über Bluetooth diese RPI, Rolling Proximity Identifier, durch die Gegend und die werden nicht auf einen Server hochgeladen. Die werden von irgendeinem anderen Telefon empfangen und lokal gespeichert. Was zu einem Server hochgeladen wird, ist der Schlüssel, mit dem diese Daten ursprünglich erzeugt worden sind. Und dieser wird auch nur hochgeladen, wenn ich mich habe testen lassen und dieser Test positiv war. Dann kann ich den Prozess durchlaufen, wo ich meinen Schlüssel, mit dem ich das Zeug erzeugt habe, hochlade. Und dieser Schlüssel wird dann vom Server verteilt und erreicht schlussendlich alle Telefone, die diese App installiert haben. Und dieses Telefon kann in dem Pool der RPIs, die es gesammelt hat, alle Daten entschlüsseln und feststellen, dieses Token gehörte zu meinem Telefon eines infizierten Menschen und kann eine entsprechende Warnung anzeigen. Das wäre dann halt die Anzeige der Warnung. Was ich gestern Nachmittag noch gesehen habe, das habe ich als Info nur hier in die Slides, die wir auch verteilen werden, reingebracht. Es gibt immer die Möglichkeit von Attacken, über die ich jetzt zum Beispiel nicht nachgedacht habe. Das ist MindTheGap, das sind Forscher, das haben Forscher an der TU Darmstadt, wenn ich das richtig gelesen habe, gestern entdeckt, dass es durch einen teilweise konstruierten Angriff möglich ist, dass ich Fake Beacons, also gefälschte Sendestationen halt positionieren kann, um Leute zu exponieren. Das habe ich mir im Detail gestern nicht mehr anschauen können. Ich habe das der Vollständigkeit halber hier mal reingepackt für die Menschen, die sich das gerne anschauen möchten. Ja, letzten Endes, was sieht die Benutzerin der App? Man sieht einen Startscreen, in dem die App nochmal erklärt wird. Man sieht eine eigene Risikoeinschätzung, man kann sich das Verhalten anzeigen lassen und die App konfigurieren. Das ist so das, was, glaube ich, gemeinhin unter App halt läuft. Jetzt muss ich sagen, das Ding, was die meisten Leute sehen werden, habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe wenig bis keine Ahnung über die Entwicklung mobiler Anwendungen. Also unter iOS müsste man sich dort mit der Programmiersprache Swift beschäftigen und verschiedenen Frameworks. Auf der Android-Seite mit Kotlin und den entsprechenden Frameworks. Kotlin kann ich zwar, aber ich kenne die Frameworks nicht. Ich habe mir sagen lassen, in dem Review, das ich unten verlinkt habe, ist okay, kann man so machen. Ich verlasse mich da drauf. Das ist alles, was ich dazu zu der mobilen App eigentlich sagen kann. Kann man so machen, ist gut genug. Auch diese Apps sind wohl gut dokumentiert und nachvollziehbar. Wo ich mich mit beschäftigen konnte, ist das Backend und der Prozess dazu. Ich habe hier in das Bild meine rote Linie reingekritzelt. Was rechts von der roten Linie ist, ist das Exposure Notification Framework, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben. Und auf der linken Seite ist das, was schlussendlich die Corona Warn App halt macht. Wenn ich die installiert habe, kann ich diesen ganzen Apparat aktivieren, der die
diese Bluetooth-Tokens, die APIs ausstrahlt und empfängt. Aber der wichtige Schritt, um mit dieser App etwas ja, gesellschaftlich Sinnvolles zu tun, ist, wenn ich mich testen lasse, entweder einen QR-Code zu scannen oder einen manuellen Prozess loszutreten. Und dann passiert Folgendes. Durch das Scannen eines QR-Codes generiere ich einen persönlichen Identifier, in dem jetzt nicht personenbezogene Daten gespeichert werden, sondern der nur eindeutig ist und mich und diese Installation der mobilen App eindeutig nachverfolgbar macht in diesem Prozess. Und wenn ich diese GUID habe, diesen Identifier, wird ein Mechanismus losgetreten, mit dem die Corona Warn App von einem Verifikationsserver Daten empfangen kann, nämlich mein Testergebnis. Die Entwicklerinnen haben sich dazu entschieden, das nicht über ein sogenanntes Push-Verfahren zu machen, also Push-Verfahren in dem Sinne, dass von einem Server halt eine Nachricht an das Telefon geschickt wird, so wie wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht oder iMessage bekommt, sondern die App pollt regelmäßig diesen Verification-Server. Der Grund dorthinter ist, dass die Entwicklerinnen vermeiden wollten, dass Server dritter Parteien, nämlich in dem Fall von Google oder Apple, involviert werden, was notwendig ist für diese Push-Notifikation. Irgendwann gibt es ein Testresultat vom Server, vom Labor. Das wird auf einen dezidierten Test-Results-Server hochgeladen und der Verifikationsserver bekommt diese Daten irgendwann. Wenn das der Fall ist, wird dieses regelmäßige Pollen positiv beantwortet und dann wird der Prozess losgetreten, dass der Benutzer seine temporären Schlüssel jetzt hochladen kann, damit diese an alle anderen Benutzer der App verteilt werden können. Das wird intern mit einer TAN verifiziert. Der Corona Warn App Server triggert diese TAN mit dem Verification Server, kommen wir gleich zu. Und wenn das alles positiv ist, wird dieser Corona Warn App Server durch einen Mechanismus die Diagnoseschlüssel in ein sogenanntes Content Delivery Network verteilen. Michael, an ganz kurze Unterbrechung. Es kam jetzt die Frage, ob jeder einfach ein positives Testergebnis aufgeben kann oder ob man da irgendwie einen offiziellen Nachweis dazu braucht. Kannst du dazu noch zwei Sätze sagen? Ja, natürlich. Genau darum geht es bei dieser QR-Code-Geschichte. Ich mache diesen Test oder ja, ich beantrage, ich weiß gar nicht, wo man diesen Test macht, ob man da jetzt mittlerweile einfach zum Gesundheitsamt, wahrscheinlich geht man zum Hausarzt, keine Ahnung. Man macht jedenfalls diesen Test und sollte in der Lage sein, einen QR-Code zu scannen, um diesen Test mit der App zu verknüpfen. Dieser Test durchläuft den gesamten Apparatus Labor, Testergebnis positiv, negativ und das Ganze landet auf diesem Test-Result-Server. Und von dort aus wird von dem Verifikationsserver das Ergebnis geladen und falls das dort ist und falls dieses Ergebnis über den QR-Code, über die GUID mit meiner Installation der App verknüpft ist, dann und nur dann kann die App meine Diagnoseschlüssel hochladen. Das ist eine gute Frage und ist immanent wichtig. Wenn ich einfach so aus meiner App sagen könnte, ey, ich bin positiv, dann könnte sich irgendein Spaßvogel aufmachen in unsere Shopping-Malls, einmal durchlaufen mit seinem Bluetooth-Handy und nochmal einen Weg zurück. Und anschließend hätte ich das halbe Shoppingzentrum als markiert als mit Corona infizierten Menschen in Kontakt gekommen. Das will man auf jeden Preis um jeden Fall vermeiden. Okay. Ich war stehen geblieben bei dem Content Delivery Network. Das hat einfach Lastgründe. Wenn im besten Fall 80 Millionen Menschen diese App installieren und diese Schlüssel verteilt werden,
schafft das nicht ein Server, dann es gibt spezielle Mechanismen, die nur dafür dort sind, diese statischen Inhalte zu verteilen. Das ist dafür der Fall. Genau. Kommen jetzt halt nochmal zu diesem Thema Testergebnis. Das wäre das Beispiel des Datenflusses anhand des Verifikationsservers. Im ersten Schritt trete ich das Ganze an, indem ich diesen QR-Code scanne, und im initialen Setup wird das auch mit genau dieser Installation der App verbunden. Wenn ich mich zwischendurch entschließe, die App zu löschen, ist das Ding auch verloren. Anschließend darf man die sündhaft teure Hotline bemühen, um das wieder loszutreten, diesen Prozess. Ups. Genau, dieses Token wird im Verifikationsserver generiert, wandert in meine App, und mit diesem Token kann die App regelmäßig am Verifikationsserver anfangen: Hey, hast du ein Testergebnis für mich? Das Testergebnis kommt irgendwann vom Testserver. Am Ende steht ein Labor am anderen Seite und wandert über den Verifikationsserver als Ergebnis dorthin, in die Corona-Warn-App. Von dort an wird ein TAN-Retrieval angestoßen. Diese TAN ist keine TAN, die die Benutzerin der App zu sehen bekommt, sondern die wird intern verarbeitet, wird in dem Verifikationsserver generiert, nochmal das Testergebnis gelesen. Hier wird Wert drauf gelegt, dass diese Komponenten, dieser Test-Result-Server und der Verifikationsserver, unabhängig voneinander sind, keine gemeinsame Datenablage haben. Nochmal hier durch. Diese TAN geht dann zurück zur Corona Warn App, und mit dieser TAN werden die Diagnoseschlüssel in den Corona Warn App Server hochgeladen, der schlussendlich dafür verantwortlich ist, diese deutschlandweit zu verteilen. Der Corona Warn App Server validiert die TAN mit dem Verifikationsserver, was verhindert im Positivfall, dass falsche positive Ergebnisse gemeldet werden. Ja. Man, allein dieses Bild macht deutlich, dass weitaus mehr hinter diesem einen App-Icon Corona Warn App steckt. Also wir haben bewegliche Komponenten, wir haben das Exposure Notification Framework von Apple, was ich im Übrigen nicht angucken konnte. Ich weiß gar nicht, ob das Open Source ist. Wir haben die App selber, wir haben den Verification Server, den Test Result Server, dann gibt es das Laborsystem und den Corona Warn App Server mit mehreren Komponenten. Also es ist weitaus mehr als nur ein fancy Icon und eine hübsche UI hinter dieser. Noch eine kurze Frage, die, glaube ich, jetzt hier ganz gut dazu passt. Ja, klar. Maritz hat gefragt, ob diese App auf verschiedenen Devices läuft und ob der Token Personen- oder Geräte gebunden ist, was dann die erste Frage beantworten würde. Das Token ist gerätegebunden, also so habe ich diese Dokumentation gelesen. Es wird mit dieser Instanz dieser App verknüpft. Es ist, glaube ich, nicht angedacht, dass jemand ein und dieselbe Registrierung auf mehreren Telefonen hat. Was ich also wirklich gut finde an diesem ganzen Sachen, also wenn irgendwo ein Dialog aufpoppen sollte, wo jemand seinen Namen, Adresse, Anschrift angeben sollte, dann seid ihr in der falschen App. Also es werden keine personenbezogenen Daten abgefragt. Es wird halt wirklich diese App auf dem Device benutzt zum Tracing von Kontakten. Darum geht es. Und die andere Frage? Nee, das hat das beantwortet. Also die Personen- oder Gerätegebunden. Gerätegebunden. Devices. Also das heißt im Endeffekt, wenn ich es auf verschiedenen Devices habe, dann habe ich, kann ich nur mit einem den QR-Code scannen, und das ist dann das Device. Das eigentlich eine interessante Frage. Ich hätte jetzt meistens, kam auch in dieser teilweise erhitzten Diskussion im Vorfeld, las man Sätze wie, ja, dann hole ich mir halt ein Burner-Phone, so gangstermäßig irgendwie, dann kamen halt die alten Nokia 3210 Fotos nochmal. Die Frage, ob ich das Ding auf mehreren Devices installieren kann, habe ich so noch nicht gelesen. Finde ich gut, ja. Ja. Führt wahrscheinlich ja am Ende nur dazu, dass ich gegebenenfalls mehrere Notifications auf mehreren Devices kriege. Ja.
Ja, es ist die Frage, was ich mit mir rumtrage im Alltag. Genau. Ich glaube, das ist das Spannende, ne? Damit es funktioniert, muss ich es auf dem Device haben, das ich am meisten benutze. Was ich, ja, ich meine, Tatsache, also ich bin jetzt seit 12 Wochen, bin mit zwei anderen Menschen außerhalb meines Haushalts wirklich in Kontakt gekommen, wir sind kaum rausgegangen. Wenn ich das weiterhin so lasse, spielt es keine Rolle, ob ich mir die App installiere oder nicht. Also für die alle 2 Wochen, wo ich einkaufen gehe, ja, vielleicht ist sinnvoll. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Kommen wir auch gleich noch zu. Ja, dann habe ich hier noch Animationen drin. Genau, es wurde auch daran gedacht, alternative Lösungen mit einer Teletan anzubieten. Das ist für all die Menschen, die jetzt sich vielleicht, wenn sie ein Labor aufsuchen, ihren Hausarzt aufsuchen, erstmal damit überfordert fühlen, halt direkt diese App parat zu haben. Das kann ja auch sein und keinen QR-Code scannen können. Man kann das im Nachhinein noch telefonisch machen über die Hotline. Aber das erfordert halt tatsächlich mehr Interaktion, um diesen Verifikationsprozess loszutreten. Ganz spannend in dem Aspekt fand ich halt die Frage nach dem gültigen Upload-Zeitfenster. Diese Temporary Exposure Keys werden alle 24 Stunden neu generiert. Die werden bis zu 14 Tage auf dem Device vorgehalten. Die sind 24 Stunden gültig und ich kann, wenn ich positiv getestet bin, kann die App alle abgelaufenen Temporary Exposure Keys in Diagnose Keys konvertieren und hochladen. Mit denen könnte ich keine neuen Warning Proximity Identifiers, RPIs mehr generieren. Die sind abgelaufen. Die Temporary Exposure Keys vom heutigen Tag und die danach kommen, dürfen nicht hochgeladen werden. Zumindest für die Zeit nicht, in der die Benutzerin noch als ja, ansteckend betrachtet wird. Warum nicht? Weil ein Angreifer diese Schlüssel entwenden könnte und damit mit Hilfe von ein paar billigen Bluetooth-Bausteinen und Software halt positiv markierte RPIs generieren und eventuell halt Falschmeldungen auslösen könnte. Ja? Benutzer A ist positiv getestet. Ich entwende einen noch gültigen Temporary Exposure Key, generiere selber eine Vielzahl ausgestrahlter RPIs und könnte damit, ja, wieder Einkaufszentrum Beispiel nehmen oder Schwimmbad für Chaos sorgen im schlimmsten Fall. Auch das sind Betrachtungen, die man in der Dokumentation wiederfindet. Okay. Christian hat eben meinen Blogpost erwähnt. Was habe ich mir da genau angeguckt? Also die Links sind in den Slides drin und das packen wir auch gerne noch in die YouTube-Beschreibung später zu dem Blogpost. Angeguckt habe ich mir den Corona Warn App Server. Das ist ein Multi-Module-Projekt. Das heißt, ich finde in diesem Modul, in diesem Projekt mehrere Submodule. Die sind alle in Java geschrieben. Verwenden die Frameworks Spring und Spring Boot und JPA, Tibernate, speichern ihre Daten in einer Postgres-Datenbank und sollen schlussendlich in Kubernetes und OpenShift laufen, was in der Open Telekom Cloud betrieben wird. Kubernetes ist eine Plattform zur Orchestrierung von sogenannten containerisierten Anwendungen. Dort werden Anwendungen halt in eine Art virtuelle Maschine verpackt und können beliebig skaliert werden. Und OpenShift orchestriert das ganze Thema. Was ich großartig fand in diesem Projekt, es gibt ein README. Dort stehen eine Handvoll Befehle drin, mit denen ich das Projekt bauen kann und mit denen ich es letzten Endes auch lokal betreiben kann. Und zwar alle Komponenten, inklusive eines Fake Verification Service. Warum finde ich das erwähnenswert? Ich habe leider mehr als ein Enterprise-Projekt gesehen, wo ich mich durch zahlreiche Wiki-Seiten durchkämpfen musste und am Ende fehlte dann doch ein Befehl, um das ganze Ding zu bauen, zu kompilieren und in Betrieb zu nehmen. Das kann immer sehr frustrierend sein und
ja nicht nur das, sondern auch sehr fehleranfällig. Also das fand ich vorbildlich, dass die Dokumentation halt funktioniert und auch nachvollziehbar ist. Als ich mir den Code angeguckt habe, habe ich jetzt weniger auf Coding-Style oder Clean-Code geachtet. Da gibt es zahlreiche Dinge drin, die ich persönlich wahrscheinlich anders machen würde. Ich habe darauf geachtet, ob die im DP3T-Verfahren und in der Dokumentation angesprochenen Verfahren umgesetzt werden, ob mehr Daten als nötig gespeichert werden oder nicht. Zusammenfassung ist, es werden tatsächlich nur die im DP3D-Verfahren genannten Dinge umgesetzt. Es werden nur die Daten gespeichert, die notwendig sind. Ich habe in diesem Projekt übliche Security-Checks gefunden mit Open-Source-Tools, die versuchen, bekannte CVEs zu finden. Genau. Wir finden in dem Projekt halt alle Module wieder, die auch in der Dokumentation sind. Wir finden einen Persistenz-Layer wieder, der mit Postgres korrespondiert. Der Datenbank-Layer wurde kurz nach meinem Review teilweise zu Recht kritisiert. Dort ging es insbesondere um die Fragen, ist die Datenbank selber geschützt? Aber es wurde auch wieder, es war kurz vor einer, machen wir eine sehr datenbankzentrische Anwendung oder nutzen wir Entity Frameworks Diskussion, die geht einfach nicht weg, Diskussionen dieser Art, die kommen immer wieder. Ich fand, es tat an der Stelle erstmal nichts zur Sache. Der Code ist grundsätzlich in Ordnung. Wir finden einen Corona Warn App Server wieder, der besteht aus zwei Modulen. Das ist der Submission Service, wo Benutzerinnen ihre Daten hochladen können, also die diesen Prozess der Verifikation durchlaufen haben. Und wir finden einen separaten Distribution Service. Das ist der Service, der die bestätigten Schlüssel verteilt. Ich fand den von der Technik interessant gemacht. Das ist letzten Endes ein Kommandozeilentool, auch basierend auf Spring Boot, der durch Cronjobs von extern getriggert wird. Es ist kein permanent laufender Spring Service, der eingebaute Mechanismen benutzt, um diese Verteilung zu machen. Das fand ich ganz spannend. Ich glaube, das ist die Lösung, die hier gewählt worden ist, ist die sinnvollere für die gewählte Zielplattform. Dieser Service hat eingebaut, zumindest war das zum Zeitpunkt meines Reviews, auch ein Löschen von abgelaufenen Schlüsseln. Auch dafür wird Sorge getragen, dass diese Daten irgendwann wieder verschwinden. Das fand ich wichtig. Ja, kann man so machen, würde mich dem Reviewer der mobilen App anschließen. Ich finde da erstmal nichts allzu Dramatisches drin. Zum Thema Datenmodell des Corona Warn App Servers. Ja, wenn man da vom Datenmodell sprechen kann, es ist schlussendlich eine Tabelle. Zur rechten Seite ist ein Data-Modell, was mehr Datenmodell ist. Letzten Endes werden die Schlüsseldaten gespeichert, den Zeitpunkt des Submissions und das Risikolevel. Ja. Letzten Endes wird nicht mehr gespeichert. Mit dem Verifikationsserver sieht es ein bisschen anders aus. Mein Eindruck ist, das Ding wurde von einem anderen Team entwickelt. Es ist ein Single-Module-Java-Projekt. Ähnliche Frameworks, gleiche Datenbank, also gleiche Datenbankkomponente, ob es jetzt dieselbe Instanz ist, habe ich gar nicht geschaut. Es gibt ein paar mehr Abhängigkeiten, weil dieser Service ja mit dem Test-Results-Server spricht. Da sind Abhängigkeiten drin zur Interaktion mit REST-Services. Es gibt ein anderes Datenbank-Migrationstool. Schlussendlich ist es ähnlich datensparsam wie der WarnApp-Server selber. Letzten Endes sind bei mir ein paar offene Fragen noch und ich habe ein Fazit von dem Ganzen. Was ich nicht gefunden habe oder nicht gesehen habe, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, wie sieht schlussendlich die Produktionsumgebung aus? Wie wird es in Produktion deployed? Wie wird die Datenbank gehärtet? Wie sind Zugriffsrechte geschützt? Wie ist das Build-Setup für die Artefakte, die schlussendlich in Produktion gehen? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
Es bestünde theoretisch die Möglichkeit, dass über die Art und Weise, wie in Spring Boot automatische Konfiguration funktioniert, im Nachhinein nach dem Build noch zusätzliche Komponenten geladen werden. Das ist eine theoretische Möglichkeit. Die könnte natürlich andere Sachen dann machen. Genau, Datenbankverschlüsselung wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und der Object Stores, wo die Schlüsseldaten zur Verteilung drin gespeichert sind. Was ist mit so automatisch anfallenden Daten? Die sind natürlich auch wichtig. Serverlogs von den Devices, die halt den Verification-Server pullen, da fallen IP-Adressen an, könnte genutzt werden, um diese Geräte zu identifizieren und Personen wieder zuzuordnen. Vieles davon findet man in den Issues wieder. Ich habe nicht alles gelesen. Mein Fazit, ich finde das Ding hervorragend dokumentiert. Ich habe ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, hätten noch unser ARC 42 Template nutzen können, dann wäre es supi gewesen. Es ist jetzt kein Clean Code oder DDD. DDD steht für Domain Driven Design Leuchtturmprojekt. Ich finde, das muss es aber auch gar nicht sein. Es muss sicher, datensparsam und funktionell sein. Das ist es. Dieses DP3T-Verfahren wurde, soweit ich das sehen kann, umgesetzt. Das ist prima. Und ich hoffe, dass diese App nicht verbrannt ist, weil im April bereits diese Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts so urplötzlich rausgehauen worden ist, die etwas ganz anderes gemacht hat. Diese App hat sich mit einem Haufen Dienste, die ich auch auf meinem Telefon habe, verbunden, Tokens zu dieser Diensten, halt serverseitig bei Ihnen, bei den Betreibern dieser App gespeichert und letzten Endes nichts mit Contact oder Proximity Tracing gemacht. Ganz anderen Hintergrund. Aber wie das halt so ist mit Aufmerksamkeit von Menschen, ich finde, man sollte vorsichtig sein. Man sollte diese Sachen rausbringen, wenn sie fertig sind und nicht Aktionismus an den Tag legen. Ja, was sich mir stellt, und das hatten wir eben kurz angedeutet, ist die Frage, und dann, was passiert eigentlich im Falle einer Infektion? Ja. Derjenige, der infiziert ist, der wird wahrscheinlich so oder so in Quarantäne kommen. Im schlimmsten Fall für den Menschen eh leider ins Krankenhaus. Was ist mit der Notifikation, die ich bekomme? Gehe ich freiwillig in Quarantäne? Ist diese Quarantäne verpflichtend irgendwann? Funktioniert das im Moment mit gesundem Menschenverstand? Renne ich danach zum Arzt und lasse einen Test machen? Die Fragen bleiben offen. Ist diese App irgendwann als Eintrittskarte zu Dingen zu sehen? Darf ich nur noch ins Flugzeug steigen, wenn ich diese App vorzeigen kann und ich hatte keinen Kontakt mit infizierten Personen? Was ist eigentlich das neue Maß der Dinge? Bleibt es so wie heute? Nicht infiziert ist normal, infiziert ist unnormal und mit Einschränkungen verbunden. Wer ist da eigentlich in der Beweispflicht? All das beantwortet Technologie nicht. Besonders empfehlenswert fand ich diesen The Long Tail of Contact Tracing. Das ist auch auf den Seiten, GitHub-Seiten von dem DP3T-Konsortium verlinkt. Dort wird sich mit Fragen beschäftigt, wie soziale Gruppen mit dieser App umgehen können, was für Auswirkungen Technik in Zukunft haben wird. Ja. Es sind letzten Endes alles Fragen, die diese Corona-Wunder-App nicht beantworten wird. Ich persönlich werde mir diese App morgen runterladen und installieren und ausprobieren. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll. Die Fragen bleiben trotzdem offen. Ich möchte noch abschließend Alternativen und Ergänzungen aufführen, weil ich das Projekt auch ganz toll finde. Es gibt eine Entlastung für Gesundheitsämter. Das ist die Quarano-App. Dort sind Freunde von mir involviert. Das ist eine App, die aus dem Via versus Virus Hackathon hervorgegangen sind. Das Ding steht unter europäischer Open Source Lizenz und die macht so mega langweilige Dinge. Erfassung von Kontaktketten in Gesundheitsämtern, hilft den Leuten, Quarantänetagebücher zu führen. Gesundheitsamt-Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, bei Menschen, die in Quarantäne in häuslicher Quarantäne sind, ein Quarantänetagebuch zu führen. Und wie so oft, es gibt keinen einheitlichen Mechanismus, das zu tun. Es gibt Gesundheitsämter, die das mit Excel machen,
mit sonstigen Lösungen, gegebenenfalls auf Papier. Eine App oder ein Software-System, die das einfacher macht, die das einfacher macht, kann einen ungleich höheren Mehrwert schaffen, diese Prozesse zu verbessern. Ja. Und das ist für mich eine Digitalisierung im Wortsinne. Genau. Damit möchte ich schließen. Ich habe noch einen Haufen Ressourcen. Wie gesagt, das werden wir noch veröffentlichen und dann kann man da gerne noch weiter Recherchen betreiben. Ja. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn Fragen sind, bin ich noch hier. Super, vielen Dank schon mal. Ich habe jetzt während dem Vortrag eine ganze Reihe von Fragen gesammelt. Die würde ich jetzt von vorne mal durchgehen. Vielleicht sind die teilweise auch schon beantwortet worden, aber ich gehe sie jetzt trotzdem mal Schritt für Schritt durch. Wenn in dem Kontext noch weitere Fragen aufkommen, gern jetzt auch übers Mikro einfach freischalten und sprechen oder wieder in den Chat tippen. So, das Erste, was gefragt wurde, ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen. Die erste Frage war, die Corona One App funktioniert auf Basis von Bluetooth anstatt GPS. Ja. Obwohl das Nachteile mit sich bringen könnte, wie Batterieverbrauch und Reichweite. Ist ein guter Punkt. Das wäre tatsächlich auch Stand jetzt meine größte Bedenken. Was ist, wenn ich noch einen Bluetooth-Sender da drauf habe? Das wird Strom kosten und auch letzten Endes, wenn ich diesen Test gemacht habe, mich registriert habe und die App den Server pollt, das wird auch Strom kosten. Ja. Also in dem Kontext habe ich auch einen relativ interessanten Podcast gehört von dem Chaos Radio. Den kann man sich in dem Zusammenhang auch anhören, wo Bluetooth-Experten sich das angeguckt haben. Und die haben die Aussage getroffen, dass man bei einem iPhone zum Beispiel den Unterschied nicht merken würde, weil das sowieso permanent Bluetooth Low Energy Beacons in die Umgebung sendet. Okay. Kann ich nicht beurteilen, aber ja. Dann kam noch die Frage, sind die strengen deutschen Datenschutzgesetze im internationalen Vergleich kein Hindernis für die eigene digitale Entwicklung der Corona-App? Das ist eine Frage, die, glaube ich, weit über Corona-App hinausgeht. Man ist ja geneigt, in andere Länder, in die Westküste der USA zu schielen, wenn es um Startups und neue Ideen angeht und sowas wie Datenschutz mal hinten überfallen zu lassen. Ich glaube, es ist aber langfristig der falsche Weg. Das, was in Deutschland mit dieser App passiert, ist auch die Diskussion darum, ob wir jetzt ein zentrales System bauen oder ein dezentrales System, hat dem Ganzen nur geholfen. Ich persönlich würde keine App installieren, die Bewegungsdaten zentral speichert. Ich glaube, dass wir diese Datenschutzdiskussion nicht außer Acht lassen sollten. Und mir ist bewusst, dass das hier kein politischer Vortrag ist, aber wenn ich mich in der Welt umgucke mit Dingen, die in verschiedenen Ländern passieren, halte ich es für fatal, Datenschutz hinten anzustellen, auch im Rahmen dieser Pandemie. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Meine Erwartung ist, dass Datenschutz in der Zukunft irgendwann ein Standortvorteil wird. Ja. Und ich würde behaupten, man sieht die Anfänge schon jetzt, weil wenn man die Nachrichten in den letzten Wochen und Tagen verfolgt hat, dass die ganzen großen Softwarehersteller jetzt anfangen, ihre Gesichtserkennungssoftware nicht mehr Polizeibehörden zur Verfügung zu stellen, das weist schon so ein Stück weit in die Richtung. Und ich sehe das auch so, dass diese Diskussionen, die sind oft mühsam, aber schlussendlich führen die auch dazu, dass man zu besseren Lösungen kommt. Hoffentlich. Ja, dann muss ich mal weiter gucken. Muss die App geöffnet? Achso, das war auch eine ganz spannende Frage. Muss die App geöffnet sein, damit sie arbeiten kann? Oder also muss ich immer dran denken? Nein, das muss diese App nicht sein. Und das war auch am Anfang dieser ganzen App-Entwicklung das große Thema. In Android-Geräten, also in Google-Telefonen, Telefon mit Googles Betriebssystem, war das von Anfang an der Fall, dass auch Apps, die im Hintergrund laufen, Bluetooth Low Energy benutzen können. In iOS war das nicht der Fall. Das
ist jetzt möglich über die Exposure Notification Framework Schnittstellen, dass diese App im Hintergrund läuft und nicht geöffnet sein muss. Ich fand das im Vorfeld dieser ganzen App ungeheuer spannend, weil Apple und Google setzen sich zusammen und entwerfen dieses Exposure Notification Framework mit einer Schnittstelle, die auf den ersten Blick erstmal, oder mit einem Prozess, der auf den ersten Blick gut durchdacht scheint. Und dort die Politik wollte gern etwas anderes haben. Dort die Politik wollte eine zentrale Lösung haben und keine dezentrale Lösung, die mit dem Exposure Notification Framework möglich ist. Und da gab es zahlreiche Newsmeldungen darüber, dass sich jetzt hochrangige Politiker an Apple gewandt hätten, um es irgendwie anders zu machen. Ist dann halt nicht so gekommen und jetzt wird diese App das ENF-Framework benutzen, um auch im Hintergrund lauffähig zu sein. Okay, dann vielleicht noch eine Frage, die jetzt mehrfach in verschiedenen Varianten kam. Mir ist bewusst, dass viele von Ihnen keine Informatiker sind, sondern BWLer. Und jetzt haben Sie haben vielleicht einige Stellen in dem Vortrag nicht ganz verstehen können. Okay. Ich werde definitiv nicht irgendwie was zu der Architektur in der Klausur fragen oder zu Details darum. Mir ging es darum, dass Sie mal verstehen, was hinter so einer App steckt. Wenn Sie jetzt in die Klausurvorbereitung gucken, dann lernen Sie um Gottes Willen hier nicht irgendwie, versuchen Sie diese Architekturen oder so zu lernen. Sie sollten mal was gehört haben, Sie wissen, was Open Source ist vielleicht, aber es geht darum, dass Sie mal verstanden haben, was eigentlich dahinter steckt, hinter so einer Software, von der Sie alle nur 4 Screens sehen werden, die Sie in diesem Screenshot gesehen haben. Also machen Sie sich keinen Kopf darum, ich werde definitiv nicht irgendwelche Details, auch nicht über die Funktion oder so fragen. Also da brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich habe eine Frage schon versucht zu beantworten, aber ich würde die trotzdem nochmal stellen, weil dann auch noch eine Nachfragediskussion dazu kam. Braucht man einen offiziellen Nachweis, um ein positives Testergebnis anzunehmen? Die habe ich schon gestellt. Die haben wir schon gestellt, genau. Das habe ich schon während dem Vortrag gestellt. Das hatten wir auch. CDM hatten wir. Ich glaube, das ist nochmal eine Frage, das kam auch im Vortrag, aber ich würde es trotzdem nochmal stellen. Wie weit zurück werden Personen denn gewarnt, wenn ein Positivtest aus dem Labor kam? Geht das nur 24 Stunden zurück oder wie weit in die Vergangenheit wird gewarnt? Das ist eine gute Frage. Also man muss da ja zwei Dinge berücksichtigen. Wie viele von diesen Tokens, die über Bluetooth von meinem Telefon abgestrahlt werden, werden auf Christians Telefon wie lange vorgehalten? Das ist die Frage, die man stellen muss, die ich leider nicht beantworten kann. Die Schlüssel von einer Infizierten, ich glaube, es gibt in den Dokumentationen, habe ich Themen über Retention, Rückhaltezeit gesehen, aber nicht im Detail angeguckt. Wenn ich dann anschließend dann doch irgendwie infiziert bin und wir sind zusammen Rad gefahren vor 2 Wochen, dann werden rückwirkend, vor einer Woche, es werden Schlüssel hochgeladen und anschließend über das CDN verteilt, wäre Christians Telefon in der Lage, mit diesem Schlüssel die Tokens, die noch lokal gespeichert sind, zu entschlüsseln. So, als Größenordnungseinschätzung würde ich sagen, dass die Apps wahrscheinlich über 2 Wochen rollierend Tokens speichern werden, weil auch die Schlüssel insgesamt nur 14 Tage vorgehalten werden auf dem Telefon. Das heißt, es wird nirgends mal ein Schlüssel älter als 14 Tage hochgeladen werden. Also kann ich diese Token oder können Telefone die lokal gespeicherten Empfangsdaten nicht mehr entschlüsseln. Das wäre, glaube ich, diese Größenordnung. Deckt sich ja in etwa mit dem mit dem, was Virologen vermuten, über Infektionszeiträume. Jetzt eine Anschlussfrage, die damit zusammenhängt. Da kam noch die Frage, man muss ja darauf vertrauen, dass die Personen, die erkrankt sind, die App wirklich nutzen. Ja, richtig. Beispiel aus dem Alltag. Ich war gestern im Insulana das erste Mal wieder seit Ewigkeiten. Und man hatte die Wahl, seinen Namen in der Liste einzutragen, wenn ich dort reingegangen bin.
Oder auch einen QR-Code zu scannen und dann auf einer Webseite Namen und Telefonnummer einzutragen, dass ich dort war zu dem Zeitpunkt. Hat natürlich keiner angeguckt, ob ich das auch wirklich mache, mich dort eintrage in die Webseite. Das ist dann halt wieder so eine Frage, inwieweit sind Menschen dafür selbstverantwortlich, das Richtige zu tun und inwieweit kann ich sie zwingen? Oder ob man sie überhaupt zwingen will. Im Moment ist diese App implizit freiwillig zu installieren und zu nutzen. Es gibt kein Gesetz, das die Freiwilligkeit festgeschrieben hat, was, glaube ich, eine gute Sache wäre. Es gibt noch kein explizites Gesetz, das diese Freiwilligkeit verbietet. Es kann natürlich implizit werden, dass wenn ich sie nicht benutze, dass ich dann gewisse Restriktionen in meinem Leben verspüre. Das sind Fragen, die schlussendlich nicht mit Technologie beantwortet werden können. Wo es dann wirklich über die reine technische Fachlichkeit hinaus zu weiteren Dingen kommt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ihr dann im Lauf eurer weiteren Karriere mehr als nur einmal sehen werdet. Dass es vielleicht eine einfache technische Antwort gibt, also einfach in Abstufung, aber keine einfache Lösung für das eigentliche Problem. Da gab es noch zwei, also gab noch die Frage, die gehen jetzt alle ein bisschen in die gleiche Richtung, zu sagen, was passiert, wenn man im Supermarkt ist und plötzlich eine Warnung bekommt? Ja, und mache ich mich strafbar, wenn ich irgendwie die App eigentlich habe, aber sie aus Sorge nicht benutze? Also das geht aus meiner Sicht alles in die gleiche Richtung. Zurzeit gibt es da also gesetzlich noch keine Regelung. Also von daher kann man zu einer Strafbarkeit nichts sagen, also eher nicht. Vor allem, es gibt auch keinen Grund zur Panik. Also es soll ja jedem etwas helfen. Ich möchte, dass, wenn ich mich wieder bewegt habe draußen und unwissentlich mich infiziert draußen bewegt habe, dafür Sorge tragen, dass andere einen Test machen können. Dass andere einen berechtigten Grund haben, diesen Test durchzuführen. Und ein berechtigter Grund ist, wir haben nebeneinander im Café gesessen und ich habe mal gehustet. Das ist normalerweise kein Grund, zum Arzt zu rennen, aber wenn ich Covid-19 habe, ist es ein verdammt guter Grund. Und diese App gibt mir als Nicht-Infizierte, gibt mir diesen Hinweis, hör mal, du hast neben einem Typen gesessen, der Covid-19 hatte und geh doch vielleicht mal zum Arzt, lass dich testen. Und wenn ich das tue, werden damit Infektionsketten unterbrochen. Ob sie erkannt werden als Cluster, ist eine andere Frage. Das funktioniert in dem Szenario nämlich übrigens nicht, dass ich halt feststelle, da gab es ein großes Cluster. Ja, aber wenn ich jetzt gerade beim Rewe an der Kasse stehe und das Ding leuchtet auf, ja Gott, da kann ich jetzt Panik kriegen, sollte ich aber nicht. Im Idealfall hat man ja sowieso eine Maske auf und dann ist man auch nicht gerade der Superspreader hoffentlich in Ja, diesem. richtig. Und Panik ist da, glaube ich, grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. Jetzt kam noch eine interessante Frage, die zielt nochmal in eine ganz andere Richtung, zu sagen, die Issues in der Open Source Dokumentation, sind die zum einen von allen Interessierten verfasst und haben die wirklich zur Verbesserung der App geführt? Ich habe etliche gesehen, die tatsächlich auch in Pull Request geändert sind, wo Dinge verändert wurden. Insbesondere die Diskussion über das Datenbankdesign, über die Art und Weise, wie Identifier in der Datenbank gespeichert worden sind, hat dazu geführt, dass Dinge geändert worden sind. Vielfach sind Diskussionen aus der Dokumentation aufgegriffen worden, haben sich in Änderungen niedergeschlagen und ja, das ist Aktivität bis heute in dem Repository drin. Es ist erstaunlich viel Last-Minute-Aktivität eigentlich drin noch. Ja, also ich finde, es hat Einfluss. Es hat nachweisbaren Einfluss. Also, das wäre definitiv auch mein Eindruck gewesen. Ohne dass ich habe jetzt keine der Issues im Detail verfolgt, aber ich habe so ein bisschen mitgelesen. Und mein Eindruck war, dass man sich von Seiten der Entwickler sehr viel Mühe auch gegeben hat, auf die Issues zu antworten. Ja, und auch teilweise in Diskussionen eingestiegen ist, wo ich gedacht habe, die Diskussion hätte ich jetzt nicht geführt. Das fand ich schon, also
vom Vorgehen fand ich das ziemlich beeindruckend eigentlich, muss ich sagen. Also so öffentlich diese ganzen Diskussionen zu führen bei einem Programm, das entwickelt wurde, ja, fand ich sehr interessant. So, dann kam ja noch eine Frage von Fabian König zu sagen, stimmt es, dass man erst Meldung bekommt, wenn man 15 Minuten mit einer Person in Kontakt war und die dann positiv getestet wurde? Weißt du, wie das ist? Kann ich nicht definitiv mit Ja oder Nein beantworten. Müssten wir nochmal in die Dokumentation der Zeiträume reingucken. Also was vielleicht nochmal ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ne, dass, es gehen ja jetzt viele Fragen in diese Richtung zu sagen, wie schlussendlich funktioniert denn dieses DP3T-Protokoll? Und da gibt es, das habe ich weiter vorne im Chat schon mal verlinkt, es gibt so einen Comic, das sehr leicht erklärt. Da ist diese ganze Technik, die wir uns jetzt heute angeguckt haben, ist da nicht drin, sondern wird zum einen erklärt, ganz grob, wie das funktioniert und zu sagen, welche Daten werden dafür auch ausgetauscht und welche Daten werden insbesondere auch nicht benötigt. Also wenn Sie einfach auf einer sehr hohen Flugebene mal verstehen wollen, wieso funktioniert das? Wieso ist man mit ganz wenigen Daten ohne detaillierte Bewegungsverfolgung in der Lage, Menschen darüber zu informieren, ob sie gegebenenfalls sich mit Covid-19 angesteckt haben. Das Comic zeigt das sehr schön. Das gibt es auf verschiedensten Sprachen, das ist verlinkt, das ist auch im GitHub-Repository, ist auch Open Source. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Einstieg, wenn man prinzipiell nochmal verstehen will, wie die Lösung funktioniert. So, super. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hatte eine Frage gesehen, da frug jemand, wo man es im iPhone findet. Stimmt, das finden Sie erst, wenn Sie iOS 13.5 installiert haben. Das ist, glaube ich, vor 2 Wochen erschienen, das Update. Und in den Systemeinstellungen vom Telefon, noch habe ich da gesucht, da kann man suchen, Covid-19-Kontaktmitteilung, das ist in der Datenschutzkategorie unter Health auf dem aktuellsten Betriebssystem. Ich habe kein Android-Telefon, dort kann ich nicht sagen, wo es sich drauf versteht. Jetzt kam die letzte Frage nochmal in Richtung, heißt das, wenn man eine Warnung bekommt, hätte man ein Anrecht auf so einen Test? Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, aber mein letzter Stand war, was ich auch von Bekannten gesehen habe, dass zurzeit jeder, der sich testen lassen will, also mindestens hier in NRW oder in Aachen getestet wird. Also ja. Sie können einfach zum Teststation gehen. Es gibt keinen Mangel aktuell sozusagen an Tests. Ich glaube, der grundlegende Gedanke ist, wenn Sie eine Warnung bekommen, dann A, sollten Sie sich testen lassen und B, bis zum Ergebnis des Tests eben in eine Kontaktbeschränkungen einhalten, dass sie eben nicht weiter den Virus verbreiten. Das ist eigentlich die Idee, wie man es eben schafft, dann diese Infektionsketten zu unterbinden. Ansonsten wurde das Thema auch im UKW-FM-Podcast von Tim Pritloff aufgegriffen. Diese Tests sind in unterschiedlichen Qualitäten verfügbar und das macht, glaube ich, jeder Hausarzt in Aachen und Umgebung selber, sind meines Wissens die Test- und Abstrichzentren selber wieder geschlossen worden. Okay, also ich bin da gar nicht mehr auf dem Laufenden. Ich habe das nur vor kurzem. Inwieweit ist die eingesetzte Bluetooth-Technologie hinsichtlich etwaiger Fehler? Positive Erfassung eines nicht stattgefundenen Kontakts, beziehungsweise auch umgekehrt, anfällig wahrscheinlich. Und auf welche Entfernung funktioniert sie? Weißt du dazu was? Entfernung, also Dämpfung des Signals, gehen alle in die Risikobewertung eines Kontaktes mit ein. Das heißt, es wurde über heuristische Maßnahmen versucht, eine Risikoabschätzung über Signaldämpfung zu ermitteln. Und das, ich habe das in den Slides halt mit zitiert, die Folie, das geht in eine Gesamtrisikobewertung rein, in die halt auch noch Kontaktdauer und dergleichen mit einfließen. Ja,
wie werden falsche User-Meldungen vermieden? Das war jetzt eigentlich Teil des Vortrags, ja, über einen Feedback-Mechanismus aus dem Gesundheits- und den Ämtern und Testzentren an den Dienst. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Das war das Thema mit der TAN, das haben wir genau besprochen. Weitere Fragen? Jetzt im Chat nichts. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Also herzlich gerne. Richtig klasse. Ich hoffe, alle anderen, es gibt auch ein bisschen Applaus. Dankeschön. Allen Teilnehmern hat es auch gefallen, auch wenn Sie haben noch was gelernt über die Covid-App, auch wenn Sie vielleicht nicht als BWLer die letzten Details verstanden haben. Das ist mir bewusst, aber ich glaube, es ist auch mal ganz spannend zu sehen, was da alles dahinter steckt. Und dann können Sie ein bisschen besser einordnen, was uns jetzt alle ab morgen irgendwie betreffen wird, wo Sie persönlich die Entscheidung treffen müssen, installieren Sie die App oder nicht. Ja, also ich fand super. Vielen Dank für den Vortrag. Und ich würde jetzt hier mal die Aufnahme stoppen. Und ich werde das im Nachgang auch nochmal zur Verfügung.